Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Hörkosmos Österreich, liebe Zuhörerinnen und natürlich lieber Daniel Wisser, der extra für unsere Staffel Literaturforum nach Berlin gekommen ist. Es ist sehr schön, dich hier zu haben. Hallo. Hallo. Ich bin Jacqueline Poletner, Kulturreferentin hier am Österreichischen Kulturforum Berlin und stelle jetzt den Autor Daniel Wisser ganz kurz vor, auch wenn er eigentlich gar keiner Vorstellung mehr bedarf. Denn er wird als einer der spannendsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur gehandelt. Und dem kann ich wirklich nur zustimmen. Lieber Daniel, du wurdest 1971 in Klagenfurt geboren, bist im Burgenland aufgewachsen und lebst seit 1989 in Wien. Den österreichischen Buchpreis und den Johann-Bär-Preis hast du 2018 für den Roman Königin der Berge erhalten. Der wurde übersetzt ins Estnische, Georgische, Tschechische, Polnische, Türkische und Slowenische und liegt in zwei Bühnenfassungen vor. 2021 erschien der Roman Wir bleiben noch und in diesem Jahr der Erzählband Die erfundene Frau. Beide Bücher sind im Luchterhand Verlag erschienen und über beide Bücher wollen wir heute etwas sprechen. Davor, wir hatten schon vorab darüber gesprochen, Österreich ist Gastland, wird Gastland sein bei der Leipziger Buchmesse im April 2023. Du bist selbst daran beteiligt. Ich durfte dich ja beim Auftakt bei der Veranstaltung Wildes Österreich in Leipzig lesen und musizieren hören. Und dieses Gastland-Projekt läuft unter dem Claim mehr als wir mir, also mehr als wir. Ganz kurz, das bedeutet, so viel wie Literatur aus Österreich ist eben so vielfältig, so vielseitig wie die Menschen, die auch in unserem Land leben und arbeiten. Und die Literatur arbeitet so spartenübergreifend, dass man sie eigentlich gar nicht in Schubladen stecken kann oder auch will. Kannst du dich mit diesem Claim identifizieren oder was hältst du von diesem Claim mehr als wir mir? Passt das zur österreichischen Literatur und zu deinem Schaffen? Ich glaube schon, dass das gut passt, weil es ein bisschen ambivalent ist. Also was ich immer problematisch finde oder gefunden habe, ist die österreichische Literatur im deutschsprachigen Raum noch einmal deutlich als österreichisch auszuzeichnen. Das ist, glaube ich, in einer Zeit wie der heutigen mit unserem Stand der Vernetzung nicht notwendig. Vor allem, weil man das Gefühl hat, da schwingt vielleicht auch eine Attribuierung mit, dass man sich Österreich in einer bestimmten Weise vorstellt. Und dazu ist es eben eigentlich zu vielfältig. Was aber schon tatsächlich wichtig ist und immer wieder ein Problem ist, ist, dass viele österreichische Autoren mehrheitlich in Österreich gelesen werden. Und je weiter es im deutschsprachigen Raum nach Norden geht, immer unbekannt bleiben. Und das ist natürlich ein Auftrag, für Leipzig, für Berlin, für was auch immer, eigentlich auch in Frankfurt, hier etwas zu tun. Und deswegen glaube ich schon, dass das eine super Gelegenheit ist, nächstes Jahr, vor allem jetzt auch durch die drei Ausfälle der Leipziger Messe in den letzten drei Jahren, Literatur aus Österreich zu präsentieren, die viele in Deutschland vielleicht nicht kennen, aber gerne lesen würden. Wenn wir jetzt aber doch die österreichische Literatur rausnehmen oder das Österreichische, was macht denn diese österreichische Literatur so besonders? Gibt es da ein Merkmal? Wir werden das oft gefragt, wir behandeln diese Thematik, es gibt viele Zugänge. Eine kurze Antwort. Ich weiß, es ist ein breites Thema, aber wir haben zum Beispiel die Erfahrung in unserer Arbeit gemacht, dass gerade hier in Deutschland die österreichische Literatur auch für diese Sprachspiele und für diese Experimente sehr geschätzt wird. Wie siehst du das? Es ist wahrscheinlich so, dass die Pflege der Avantgarde in Österreich immer einen größeren Stellenwert hatte nach dem Krieg und dass das auch in nicht-avantgardistische Literatur eingeflossen ist.
Ich kann und möchte darüber eigentlich gar nichts sagen. Also ich schreibe eben so, wie ich schreibe. Und natürlich bin ich in Österreich aufgewachsen und habe dort immer gelebt. Ich richte mich da nach dem, was gesagt wird. Es wurde zum Beispiel von manchen Menschen über meinen Roman Königin der Berge gesagt, dass man den Zugang zum Tod in diesem Buch als sehr österreichisch empfindet. Ja. Seit 2017 schreibst du auch Artikel zu aktuellen politischen Entwicklungen. In Wir bleiben noch, eben letztes Jahr erschienen ist das Buch, greifst du sie auch auf? Zum einen geht es da um die politischen Tendenzen, die sich in Österreich ja schon seit Jahren anbahnen. Die Protagonistinnen Viktor, ganz bewusst nach Viktor Adler benannt, und Caroline verfolgen zum Beispiel den Ibiza-Skandal und alles, was darauf folgt. Die eine sehr enthusiastisch, weil auf Veränderung hoffend, der andere eher, naja, nicht so interessiert, vielleicht sogar pessimistisch, könnte man sagen. Dass du die beiden auch Chatnachrichten mit zahlreichen Emojis schreiben lässt, ist natürlich auch kein Zufall. Du spielst da auf die Chatprotokolle vom letzten Jahr. Ich war allerdings vorher, das muss ich auch dazu sagen, okay. Das steht oft falsch da. Also der Roman hätte auch 2020 erscheinen sollen, da ist es aufgrund Corona verschoben worden. Aber als ich das geschrieben habe, lagen diese berühmten Schmidt-Chats ja noch gar nicht vor. Das ist interessant, dass du das jetzt auch noch mal sagst, weil ich dich fragen wollte, wie wir uns denn gerade bei Wir bleiben noch den Gedankengang des Daniel Wisse vorstellen können beim Schreiben. Wie gehst du es an? Sagst du, du möchtest gerne auch über die Sozialdemokratie oder über gewisse Tendenzen schreiben und erfindest dann deine Figuren dazu oder sagst du, nein, du möchtest diese Geschichte von Caroline und Viktor und von der Familie erzählen und bettest diese Figuren ein. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du ein bisschen über deinen Schreibprozess sprechen könntest? Es gibt verschiedene Blickwinkel auf diesen Roman und man kann natürlich den Blick auf eine Richtung einengen oder alle drei nehmen. Also es ist zunächst einmal auch ein Familienroman erzählt, also nicht aus einer allwissenden Perspektive, sondern im Grunde aus der Perspektive dieses Endvierzigers Viktor, der sich viele Anekdoten aus der Familiengeschichte gemerkt hat, diese Geschichte der Familie nach, immer vor dem Hintergrund, dass es Anekdoten sind und sozusagen auch deren Wahrheitsgehalt anzweifelnd oder relativierend. Es gibt da auch eine Anekdote, die wird zweimal mit anderem Ausgang erzählt. Das ist die eine Sichtweise. Die andere ist natürlich, es ist die Darstellung der Jahre 2018, 2019, die ich hoffe nicht nur ich in Österreich als sehr bedrückend empfunden habe, die also nach den vielen Rechtsrucken, die es in unserem Land schon gab, 1986 im Jahr 2000, also sich wirklich spürbar die Gesellschaft verändert haben. Und zum Dritten ist es auch eine sehr besondere Liebesgeschichte, denn die Liebe in diesem Roman, die glückliche Liebe in diesem Roman besteht zwischen Cousin und Cousine und so ähnlich wie deren politische Ideen führt diese Liebe dazu, dass sich die Familie abwendet. Das heißt, es geht da um Fragen der Solidarität. Und auch vor diesem Hintergrund kann man das lesen. Und wie Verliebte eben sind, Verliebte sind ja eigentlich unerträglich. Nicht? Das wissen sie selber auch, nur sie sind halt verliebt und es macht ihnen dadurch nichts aus. Aber für den Rest der Welt sind sie eigentlich eine Unmöglichkeit. Und ich wollte also diese Unerträglichkeit auch in einer Sprache ausdrücken, die sozusagen uns noch einmal mehr wegrücken lässt. Und das ist für mich diese Halbtext-, Halbbildchensprache dieser Chat-Apps, also was es auch immer ist, WhatsApp oder Signal oder wie sie alle heißen.
die also da mit Millionen Herzchen und Sektflöten und Luftballons und Tränenlach-Smileys auskommen. Und wenn man sich das noch zwischen zwei Verliebten vorstellt, dann man will es einfach nicht lesen. Und das war ja auch, das ist ja auch die Reaktion auf Ibiza des Viktor im Buch. Und das ist eigentlich auch meine Reaktion auf die Veröffentlichung der Schmidt-Chats gewesen. Man will nicht so nahe dran sein. Ja, es ist etwas, was wirklich physisch wehtut und genau das wollte ich. Ja, ich finde es auch interessant, dass du das ansprichst, dass du selbst da auch gar nicht mehr das so genau hinschauen willst, weil es eben so wehtut. Caroline und Viktor gehen da zwei verschiedene Wege, denn Caroline engagiert sich danach, hatte ich das Gefühl, noch mehr. Sie engagiert sich im Ort, sie ist sozialtätig, sie ist auch als Ärztin tätig und sie tritt sogar zur Bürgermeisterinnenwahl an. Ja. Also die ist auch sehr, also die liest alles über den Ibiza-Skandal, die zwingt auch Viktor, sich die Nachrichten anzusehen. Er dagegen wird immer mehr zum Einsiedler so ein bisschen, entsagt allen Kommunikationsmitteln, möchte eigentlich über Politik und ganz generell nichts mehr wissen, dreht sein Handy ab und ist mit seinem Holzhacken sehr beschäftigt und sehr zufrieden, findet das so ein bisschen sein Glück. Aber gerade er als der letzte Sozialdemokrat, wie Caroline ja immer ganz gerne sagt. Es sind zwei verschiedene Tendenzen. Ist es so ein bisschen auch, ja, ein Zeichen der Zeit? Entweder man wendet sich komplett ab oder man wird aktiv. Gibt es was dazwischen? Sind wir alle schon müde oder was braucht es? Es sind, finde ich, schon die zwei typischen Reaktionen. Natürlich sind sie jetzt im Roman durch diese Paarung also extra sozusagen als zwei Pole herausgearbeitet. Und natürlich wurde der Roman auch vor der Pandemie geschrieben, die ja in Sachen Rückzug und Vereinsamung sozusagen noch einmal mehr Motive und mehr Schwierigkeiten an uns herangetragen hat. Aber ich finde das schon typisch und wahrscheinlich wollen sich viele auch mit diesen Jahren 2018 und 2019 nicht auseinandersetzen. Es ist ja keine untypisch österreichische Reaktion, sozusagen die Aufarbeitung von Dingen, die da passiert sind, hintanzuhalten. Aber ich muss auch sagen, dass ich unbedingt es gebraucht habe, diesen Schmerz, der das erste Mal in meinem Leben physisch geworden ist, diese Abneigungen gegen das, was passiert sind, irgendwann physisch geworden. Und ich habe mit vielen Menschen geredet, die politisch aktiv sind oder tätig sind oder als Journalisten tätig sind, die mir genau dasselbe gesagt haben. Und ich musste das sozusagen in dem Roman drinnen haben. Also nur Geschichtchen über einen sozialdemokratischen Großvater und was denn der in den 50er Jahren getan hat oder nicht. Das kam mir einfach als sehr überholt und atavistisch vor, weil es nur in Bezug zur Gegenwart interessant ist. Und ich begann ja auch gerade in diesen Jahren, mich an diese Geschichten zu erinnern. Und deswegen habe ich eigentlich dann dasselbe gemacht wie im Roman Königin der Berge. Ich habe das, was ich erzählen wollte, in die Jahre geholt, in denen ich den Roman geschrieben habe. Also Königin der Berge spielt im Jahr 2016-17 und dieser Roman eben in den Jahren 2018-2019. Heuer, also dieses Jahr, ist erschienen Die erfundene Frau. Das sind 22 Geschichten über einzelne Frauen und du gibst uns in jeder der Geschichten einen kleinen Einblick in die Gefühlswelt dieser Frau. Kannst du bitte erzählen, was dein Anspruch an dich selbst war? Wie kam es zu diesem Band? Ich habe, glaube ich, im Jahr 2018 die erste dieser Erzählungen geschrieben. Ich habe damals das einfach geschrieben.
zum Teil als Ablenkung vom Romanschreiben, das immer wieder ein sehr nerviger Vorgang ist, der, in dem man viele Krisen durchlebt, also mehrere pro Roman. Und ich habe eigentlich nicht an die Veröffentlichung gedacht, auch beim Schreiben. Die meisten sind sehr kurze Kurzgeschichten, wenn man so will. Also manche haben 4, 5 Buchseiten. Es gibt ein paar, die so 25, 30 Seiten haben. Aber mich hat es gereizt, sozusagen mit vielen Auslassungen in einer sehr leichten, verkürzten Sprache Geschichten zu erzählen, die mir erzählt worden sind, und auch hier wieder das zu tun, was ich also gerne mache, sozusagen ein bisschen zu graben, zu beginnen, wo ist die Wahrheit, wo ist die Wirklichkeit und wo ist eine Geschichte gebaut worden durch häufiges Erzählen, durch Idealisierung, durch was auch immer. Nicht? Man kennt das aus dem Leben, und ich wollte sozusagen immer mit einer Erzählung in der Erzählung eine Perspektive schaffen, in der man beginnt, ein bisschen zu zweifeln oder sich zu fragen, kann das alles so sein? Und es ist dann so gekommen, dass ich seit 2019 mit einem Agenten zusammenarbeite, Marcel Hartges in München, und ihm dann auf sein Drängen hin einfach das gezeigt habe, was es da gibt. Und er ist auf die Idee gekommen, zu versuchen, auch das als Buch zu vermitteln, worauf ich sehr stolz bin. Denn es ist leider so auf der Welt, dass es wesentlich leichter ist, einen schlechten Roman veröffentlicht zu bekommen, als einen sehr guten Kurzgeschichtenband. Und deswegen bin ich wirklich glücklich, dass das auch zum Buch geworden ist. Hat es auch etwas damit zu tun, dass in dem Erzählband das Politische ein bisschen zurücktritt, eben weil du sagst, du wolltest auch mal eine Auszeit vom Roman schreiben und vielleicht auch so von deinen sonstigen schriftstellerischen Tätigkeiten, dass es so ein bisschen ein Ausbruch war für dich, oder ist das gar nicht so im Kopf des Daniel Wissers, muss jetzt unbedingt immer die Politik verhandelt werden in den Werken? Das ist ein bisschen eine Frage des Politikverständnisses. Ja. Also auch Königin der Berge ist vielleicht kein politischer Roman, wobei natürlich die gesellschaftliche Position zu etwas wie der Freitodbegleitung oder zum Freitod selbst oder zur sogenannten Sterbehilfe natürlich im Grunde politisch wäre. Der Vorteil da ist in Österreich ein bisschen, dass es keine Frage der existierenden Lager im Parlament ist, wie man dazu steht. Aber auch da hat sich juristisch ja etwas bewegt in den letzten Jahren. Bei Wir bleiben noch hängt es natürlich an der Familiengeschichte. Das stimmt schon. Also viele Österreicherinnen und Österreicher reagieren auf sowas sehr reflexhaft, so wie sozusagen ihre politische Herkunft ist. Also etwas, das ist vielleicht auch eine Sache, die mit der Vermittlung nach Deutschland zu tun hat, etwas, was vielen Deutschen nicht klar ist, ist ja, dass Österreich sozusagen vor dem Nationalsozialismus, also vor dem Anschluss, wie es hieß, an Hitler-Deutschland, schon eine Diktatur war 4 Jahre lang. Das ist vielen Deutschen einfach so nicht bekannt. Und wir wissen, dass dieser Umstand damals, es gab eine quasi Diktatur der christlich-sozialen Partei. Im Zuge dieser Diktatur wurde die Sozialdemokratie auch verboten. Diese Zeit hat einen extrem tiefen Riss in Österreich gemacht. Früher hat man dann gesagt, naja, das wird schon wieder vorbei sein, wenn die tot sind, die damals gelebt haben. Und man hat aber nicht das Gefühl, dass das so ist. Man hat das Gefühl, dass viele Menschen in Österreich
das als Stellvertreter-Trauma oder was auch immer von ihren Eltern, Großeltern mitgenommen haben. Und das ist natürlich bei einem Roman, wie Wir bleiben noch, dann ein Punkt, wo viele sozusagen wegzucken mit ihrer Reaktion, das jetzt thematisiert zu haben. Nichtsdestotrotz, es ist unsere Geschichte und wer Eltern, Großeltern hat, die damals gelebt haben, der weiß, dass man nicht umhinkommt um diese Geschichte, außer natürlich, man reagiert so, wie es auch nicht untypisch österreichisch ist, man schweigt. Wir schweigen nicht, wir hören dich jetzt nämlich lesen. Du hast uns eine Stelle aus Die erfundene Frau mitgebracht. Wie hast du sie ausgewählt? Warum? Erzähl uns bitte ganz kurz etwas drüber, bevor du liest. Es geht sich eine ganze Geschichte nicht aus. Mhm. Daher habe ich eine genommen, die in ein paar kleine Teile geteilt ist und lese nur einen daraus vor. Es ist nicht sozusagen der Versuch jetzt hier ein Stück Erzählung vorzulesen, sondern man begreift vielleicht den Tonfall, den diese Geschichten haben. Kommt mir an dieser Stelle gut vor. Oder auch nicht, wir werden es gleich sehen. Gerne. Diese Geschichte heißt Tatjana. Im zweiten Bezirk fressen die Krähen Tauben. Tatjana hat es gesehen. Als Jörg gesagt hat, dass er doch nicht mitkommt zu Patrizias Party, ist sie zuerst wortlos aus der Wohnung gegangen. Sie ist wortlos aus der Wohnung gegangen und hat die Tür ein wenig zugeschlagen. Dann ging Tatjana ins Weingeschäft, kaufte eine teure Flasche Champagner und ließ sie in Geschenkpapier verpacken. Während sie wartete, trank sie 3 Gläser Prosecco an der Bar. Sie verließ das Weingeschäft und ging wieder nach Hause. Jörg starrte vor sich hin. Er saß wie immer neben seinem Cello, das er seit seiner letzten Konzertreise vor 3 Jahren nicht mehr aus dem Flightcase genommen hatte. Tatjana sagte zu ihm, »Such dir eine Wohnung und zieh endlich aus. Ich will dich hier nicht mehr haben.« Keine Reaktion. Tatjana gab ihm eine Ohrfeige, dann ging sie ein zweites Mal. Heulend saß Tatjana auf einer Parkbank im zweiten Bezirk. Sie sah, wie eine Krähe eine Taube tötete. Die Krähe hatte offenkundig kein schlechtes Gewissen. Krähen sind Arschlöcher, dachte Tatjana. Sie wünschte sich schon lange eine Stadt ohne Krähen. Ohne Krähen und ohne Hunde. Jede Partei, die für eine krähen- und hundefreie Stadt einträte, würde sie sofort wählen. Beim Laufen auf der Donauinsel sah sie oft den Müll neben den Tonnen und dachte, was für Schweine das wohl getan hatten. Dann aber sah sie, dass es die Krähen waren, die den Müll herauszogen. Das Problem war, das durfte man nicht sagen. Sofort hatte man die Tierschützer am Hals. Nur, für wen sind die Tierschützer, wenn Krähen Tauben fressen? Tatjana stand auf und ging mit dem Champagner in der Hand zu dem Haus, in dem Patrizia wohnte. Patrizia würde nun fragen, wo Jörg sei. Tatjana würde sagen müssen, er sei doch nicht mitgekommen, er lasse sich entschuldigen. Und hinter ihrem Rücken würden alle über sie reden, wie sie den Typen aushalte und warum sie sich nicht von ihm trenne. Sie hatten recht. Trotzdem wollte Tatjana das Geschnatter nicht hören. Die Verständnisvolleren würden sagen, schau, Tatjana, Depression ist eine Krankheit. Jörg ist krank. Er braucht ärztliche Hilfe. Warum tust du dir das an? Du hast ein eigenes Leben. Tatjana hatte schon Excel-Listen mit Ausreden angelegt. Ausreden, warum Jörg nicht zu Treffen mitkam. Ausreden, warum er zu ihren Eltern nicht mitkam. Ausreden, warum er keinen Job hatte, keinen Führerschein, kein Geld. Eine der Ausreden, warum Jörg nicht zu Partys mitkam, würde sie heute Patrizia erzählen, denn die Wahrheit, dass sie einen Ex-Cellisten als Freund hatte, der zu Hause saß und sein Cello anstarrte, konnte sie nicht sagen. Tatjana musste kurz lachen. Die Wörter Excel-Listen und Ex-Cellisten wurden gleich geschrieben, nur der Bindestrich war an einer anderen Stelle.
Vielen lieben Dank. Daniel, hast du eigentlich Vorbilder in der Literatur, beziehungsweise gerade für diesen Erzählband, hast du dich da an jemanden gehalten? Ich weiß, warum ich frage. Das hoffe ich nicht, okay. Aber ich habe Lieblingsautoren, besonders in der Erzählung und in der Kurzgeschichte, und sie sind allesamt keine deutschsprachigen Autoren, sondern englisch- oder amerikanischsprachige Autoren oder slawische Autoren. Also vor allem an oberster Stelle muss ich Anton Tschechow nennen. Dann Catherine Mansfield, eine leider viel zu wenig gelesene Autorin, großartige Erzählungen geschrieben hat, also auch vom feministischen Standpunkt her sehr, sehr früh Frauenschicksale auf sehr interessante Weise erzählt. Und ein Klassiker der amerikanischen Kurzgeschichte, der wegen seiner Verknappung oder der Verknappung seines Lektors an ihm, das ist ja so eine Streitfrage, berühmt geworden ist, Raymond Carver. Du sagst, du musst Anton Tschechow erwähnen. Ich bin trotzdem froh, dass du es gemacht hast. Wir haben auch in unserer Auslandskulturarbeit natürlich immer wieder das Thema, was kann man denn machen, wie kann man den Dialog, jetzt im Moment ist es nicht möglich, den aufrechtzuerhalten, aber kann man denn überhaupt noch russische Literatur lesen, kann man drüber sprechen? Aber das ist die Kunst, die Kultur, das Erbe, das jetzt mit diesen Vorgängern und mit diesem schrecklichen Krieg auch getrennt gesehen werden kann. Aber wir verstehen auch, oder ich verstehe auch sehr gut, warum man da auch zögert. Aber gerade bei Anton Tschechow bin ich eben froh, dass du ihn erwähnt hast, weil ich bei ihm auch das Gefühl immer habe, dass er die Welt so ein bisschen bruchstückhaft, unverständlich sieht und das auch aufzeigt, aber dabei nie komplett im Pessimismus verfällt. Er wird nicht zynisch. Ich muss sagen, das erinnert mich sehr an dein Schreiben, an dein Werk und vor allem da an diesen Erzählband. Auch das Bruchstückhafte, aber trotzdem leichte und diese intimen Einblicke, die man bei dir bekommt. Dieses Unklare ist bei dir schon so auch so ein Motiv, das sich so ein bisschen durchzieht. Manche Geschichten bleiben offen oder man stellt sich da einige Fragen. Was ist da dein Zugang? Willst du etwa, dass wir LeserInnen selber denken und weiterdenken? Es wäre nicht schlecht, wenn die Menschen denken würden. Das ist vielleicht ein wenig ein poetologischer, aber vielleicht sogar ein Lebensansatz. Also ich finde eben vieles an der Welt unverständlich, nicht? Also die Frage ist, ob die Literatur dazu genutzt werden sollte, aus dem, was passiert, klare, verständliche, abgeschlossene Geschichten zu machen, oder ob sie dazu benutzt werden sollte, aus einem bestimmten Blickwinkel, denn das ist es ja immer, auch wenn es ein allwissender Erzähler ist, den Versuch zu unternehmen, zu protokollieren, was man wahrnimmt, auch und selbst wenn man auf Widersprüchlichkeiten stößt, die man in dieser Erzählung nicht auflösen kann. Und das macht ja die Literatur eigentlich lebendig und auch dialektisch. Also es gibt genug Literatur, die etwas erzeugen will, was als abgeschlossenes Produkt gut konsumierbar ist. Das ändert eben im Grunde in der Unterhaltungsliteratur, in der eskapistischen Literatur, wo das Schemenhafte sozusagen den Inhalt niederringt. Es gibt auch genug monologisierende Literatur, gerade in Österreich hat sie immer einen hohen Stellenwert gehabt. Also wenn man zum Beispiel an Thomas Bernhard denkt, seine Romane, aber auch seine Theaterstücke sind Monologe. Sie
basieren auf einer ganz klaren Schwarz-Weiß-Malerei. Und sie beziehen ihre Kraft sozusagen aus der Suada, aus dem Schimpfen, aus dem Zynismus, aus einer extrem deutlichen Abgrenzung. Was sie aber nicht können, was ein Thomas Bernhard nicht gemacht hat, ist die Vielstimmigkeit, die Polyphonie. Und da haben wir gerade bei den russischen Autoren, also wirklich Dinge, große Literatur zu lesen, die wir so in dieser Form nicht kennen, wenn man an Dostojewski, an Tolstoi oder eben an Tschechow denkt. Und ein wenig ist ja diese Polyphonie im Königin der Berge auch sozusagen sogar typografisch fixiert. Dort ist die direkte Rede nicht mit Anführungszeichen gelöst, dort gibt es nicht die sogenannte Inquit-Formel, dort steht nicht sagte sie, sagte er, wer spricht, sondern dort steht wie in einem Theaterstück links eine Person und rechts, was sie sagt. Nur, diese Personen sind zum Teil Verstorbene, zum Teil Tiere, also alles kann dort sprechen und alles spricht eigentlich aus dem Kopf dieser Hauptfigur Robert Turin. Sehr schön. Vielen Dank für die Ausführungen. Lieber Daniel, wir kommen auch schon zum Ende unseres Podcasts. Ich freue mich ganz besonders, dass du uns einen Song mitgebracht hast, den wir zum Abschluss spielen können. Du hast nämlich 1994 zusammen mit Thomas Pfeffer, Jürgen Plank und Florian Wisser die Band Erstes Wiener Heimorgelorchester gegründet. Und ich habe dich gefragt, ob wir nicht einen Song für unseren Podcast verwenden. Und du hast sofort gesagt, ja, und zwar Wien, Wien, wie es zweimal war, vom Album Happy Lamento. Da hören wir jetzt rein. Aber zuerst nochmal vielen lieben Dank an dich fürs Kommen, für das angenehme und aufklärende Gespräch auch, inspirierende Gespräch. Und wenn du uns noch sagen möchtest, wo du als nächstes auftreten, lesen wirst, was sind denn jetzt so deine nächsten Stationen, auf die wir vielleicht auch aufmerksam machen dürfen? Ich hoffe, ich habe die Termine gut im Kopf. Es gibt einen Auftritt mit dem ersten Wiener Heimorgelorchester im Wiener Konzerthaus. Ich lese aus Die erfundene Frau und wir spielen dort mit dem Heimorgelorchester. Ich bin im Rahmen des Österreich-Schwerpunkts, der eigentlich als Lesereisen schon begonnen hat, im September noch im Literaturhaus in Basel und ich glaube im Februar in Wiesbaden. Das fällt mir ein. Was fällt mir noch ein? Du weißt, wir Menschen können nie genug bekommen. Wir sind eine Konsumgesellschaft, aber in deinem Fall finde ich das gerechtfertigt. Wir können nicht genug von Daniel Wisser bekommen. Arbeitest du gerade an einem neuen Projekt oder wie sind so deine nächsten Schritte, wenn wir das vielleicht noch von dir hören dürfen? Als nächstes wird ein Roman erscheinen. Den Erscheinungstermin weiß ich noch nicht. Ich hoffe, ich weiß ihn im Oktober. Aber er wird entweder im Frühjahr 23 oder im Herbst 23, spätestens aber im Frühjahr 24 erscheinen. Sehr schön. Dann hören wir jetzt in Wien, Wien, wie es zweimal war. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Dankeschön. Bitte. Dankeschön Ihnen fürs Zuhören. Zwei Würstelbrater, zwei Riesenräder, beide zum Verwechseln gleich. Zwei Stephansdome, zwei Donauströme und ein doppelter Leinzer Teich. Zwei Westwinde blasen auf beiden Ringstraßen, die Menschen an den Opern vorbei.
Sie verwehen auch die Radler und der Vierfachadler hängt über Kaisergruft 1 und 2. Das ist Wien. In die Lobaus stehen Autos in Staus aufgrund beidseitigen Einbahnverkehrs. Auf den Heldenplätzen grüßen die Führer bei Anschlüssen und Befreier rufen von den Belvederes. Das ist Wien, 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 wie es zweimal war. Meine beiden Herzen und meine zwei Sinne gehören. Zu Viertel und die Halbgasse wird plötzlich ganz. Die Dopplergasse vierfach und im Leichengefrierfach laden in Zentralfriedhöfen die Toten zum Tanz. Das ist Wien, 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 wie es zweimal war. Meine beiden Herzen und meine zwei Sinne gehören Wien. Das ist Wien. Zwei Sinne.